Guten Abend, gleich geht's hier los mit Politik Live. Und unser Thema ist heute, was können, was müssen wir aus den aktuellen Skandalen lernen? Das Ibiza-Video und die ÖVP-Chats haben das Vertrauen vieler Menschen in die Politik schwer erschüttert. Das ist eine gefährliche Entwicklung für Demokratie und Gesellschaft. Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat deshalb eine Generalsanierung des Vertrauens von der Politik eingefordert. Aber wie Korruption und Postenschacher im Ansatz wirksam bekämpfen? Reichen schärfere Gesetze für Transparenz, Parteispenden oder Politikinserate? Darüber diskutieren wir mit unseren Gästen. In wenigen Minuten geht's los. Der Nationalrat tritt erneut zu einer Sondersitzung zusammen. Anlass dafür ist ein gemeinsames Verlangen von SPÖ und FPÖ. Die beiden Oppositionsparteien wollen die vor kurzem öffentlich gewordenen Aussagen von Thomas Schmidt vor der WKStA thematisieren und fordern eine Erklärung von Bundeskanzler Karl Nehammer. Unter anderem geht es um eine Inseratenaffäre und weitere Korruptionsvorwürfe gegen aktive und ehemalige ÖVP-PolitikerInnen. Außerdem hat die SPÖ die Einbringung eines Neuwahlantrages angekündigt. ORF3 überträgt die Sitzung live und kommentiert. Nationalratssitzung aus der Wiener Hofburg. Mittwoch, 12 Uhr, ORF3. Mit dem Älterwerden habe ich keinen Stress. Mit Hyalosom von Dermasens. Denn Anti-Aging fängt mit 25 an. Mit Pflanzenbooster gibt deiner Haut alles, was sie zum Jungbleiben braucht. Hält die Haut straff und schützt vor Umwelteinflüssen. Sichtbar und beständig. Hyalosom in deiner Apotheke. Darauf kann sich unsere Haut verlassen. Wie viel Zucker bekomme ich für eine Münze? Das ist ja Philharmonika. Was ist denn den her? Von der Oma. So viel könnt ihr gar nicht tragen, was ihr dafür kriegen würdet. Den Fehlermodell hebt ihr schön auf, bis ihr 18 seid. Dann könnt ihr euch darum kaufen, was ihr wollt. Echt? Echt? Ja. Und jetzt lade ich euch auf die zwei da hinten ein. So ein Möbelhaus, so XXXL, so ein Möbelhaus, das muss jeder sehen. So ein Möbelhaus, so XXXL, zu dessen Eröffnung soll jeder gehen. Das größtes Möbelhaus eröffnet neu in Brunn am Gebirge und jeder XXX-Lutz feiert mit. Sparen Sie mit den XXXL-Eröffnungsgutscheinen bis zu 25% auf Ihren gesamten Einkauf. Unser XXX-Lutz. Was der alles hat. Gültig auf fast alle Produkte. Wie komme ich günstig durchs Wochenende? Mit den minus 50% Aktionen am Lidl Superwochenende. Wie frische Händleber minus 50% nur 1,84 Euro. Oder unser Granatapfel minus 50% nur 59 Cent. Mach mehr aus deinem Geld. Lidl lohnt sich. Österreichs größtes Möbelhaus eröffnet neu in Brunn am Gebirge und jeder XXX-Lutz feiert mit. Sparen Sie mit den XXXL-Eröffnungsgutscheinen bis zu 25% auf Ihren gesamten Einkauf. Gültig auf fast alle Produkte. I probably got the most features in the city right now. Who wanna contest? Yeah, everybody know that I'm bullseye when it comes to this. My pen don't miss. Yeah, I know that I am the dopest and everybody need a fix. Look, put it on a track, look like Usain. All these hits need a bad Bruce Wayne. Ich bin bei Eukokredit, weil meine Geldanlage Jobs schafft, vor allem für Frauen. Eukokredit finanziert auch erneuerbare Energie. Und so tut ihr Geld Gutes und die Rendite ist sozial. Finde ich fair. Ich auch. Eukokredit. 45 Jahre fair Anlagen. Thank you.
Wien Liebe ist, wenn man eine Unterkunft findet, in die man sofort einziehen kann. Voll möbliert, provisionsfrei und vor allem unbürokratisch. Das gibt's nur in Wien. 50 Jahre mein Wien Apartment. Ihr sicheres Zuhause. Infos unter meinwienapartment.at. Konfettiregen, Luftballon, das Haus und Garten für den Sohn und eine Party. Ich bestehe, mein letzter Wille, der geschehe. Lieber Tod, wann ich gehe, bestimmst du, was dann passiert, aber ich. Mein Anwalt, mein Testament. Sorgen auch Sie jetzt vor unter vorsorgepaket.at. Die österreichischen Rechtsanwälte. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Wir wandeln durchs Leben, dem Licht entgegen. Was gibt uns Halt? Bestattung Altbad. ORF 3 – Kultur und Information. Guten Abend, ich begrüße Sie bei unserer heutigen Ausgabe von Politik Live. Politische Skandale hat es immer wieder gegeben, allerdings selten so anschaulich und direkt erlebbar wie das Ibiza-Video oder die Chats aus der ÖVP. Wir fragen uns heute deshalb, wie viel an Vertrauen in die Politik ist durch Ibiza und Chats zerstört worden? Und was können, was müssen wir aus diesen Skandalen lernen? Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat ja eine Generalsanierung des Vertrauens und vorbeugende Maßnahmen von der Politik eingefordert. René Meyer mit dem Überblick von Ibiza über Chats bis zum Sanierungsauftrag des Staatsoberhaupts. Zack, zack, zack. 3 Jahre, 5 Monate und 10 Tage ist es nun her, als die österreichische Bevölkerung in die Gedankenwelt von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache eintauchen konnte. Posten und Aufträge sollten nach eigenen Maßstäben verteilt werden, so transparent wie noch nie in einem Video festgehalten. Es sind beschämende Bilder und niemand soll sich für Österreich schämen müssen. Ich möchte in aller Deutlichkeit sagen, so sind wir nicht. 4 Regierungen später ist der Bundespräsident wieder gefordert. Denn veröffentlichte Chats innerhalb der ÖVP zeigen ein Sittenbild mit möglicherweise strafrechtlichen Folgen. Die Chats, die letztes Jahr begannen, in die Öffentlichkeit zu tropfen, haben sich zu einem sichtbaren Wasserschaden entwickelt. Wir brauchen eine Generalsanierung, eine Sanierung der Substanz. Das Vertrauen in die Politik sinkt immer mehr. Diesem Trend wollten die InitiatorInnen des Antikorruptionsvolksbegehrens entgegenwirken. Unter anderem Reformen für mehr Anstand und Integrität in der Politik, Stärkung von Rechtsstaatlichkeit sowie der Unabhängigkeit der Justiz sollen dabei helfen. Rund 300.000 Menschen haben das Begehren unterschrieben. Wir werden auch mehr Präventionsmaßnahmen brauchen. Und ich werde nicht müde werden, diese einzufordern. Innenpolitische Anläufe für solche Maßnahmen hat es bereits gegeben. Viele davon liegen weiterhin in der sprichwörtlichen Schublade. Und Schubladen sind ja bekanntlich noch geduldiger als Papier. Aber wie groß ist der Schaden, den Ibiza und Chats angerichtet haben, wirklich? Und wie, wenn überhaupt, kann das alles wieder repariert werden? Wie können Korruption und Postenschacher im Ansatz wirksam bekämpft werden? Darüber diskutieren wir heute mit diesen Gästen. Maria Rauch-Kallada, von 1992 bis 2007 Ministerin für die ÖVP, zuletzt für Gesundheit und Familie in der Regierung Schüssel II. Von 1995 bis 2003 war sie zudem Generalsekretärin der ÖVP. Irmgard Gries, die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofes und Bundespräsidentschaftskandidatin, war bis 2019 Nationalratsabgeordnete der NEOS. Andreas Koller ist stellvertretender Chefredakteur und Innenpolitik-Ressortleiter der Tageszeitung Salzburger Nachrichten.
Martin Kreutner. Der ausgebildete Jurist war 8 Jahre lang Dekan und Geschäftsführer der Antikorruptionsakademie in Laxenburg und ist Mitinitiator des Antikorruptionsvolksbegehrens. Und das ist der Bauplan für unsere Sendung. Erst würde ich mit unseren Gästen versuchen zu klären, wie groß denn dieser Schaden wirklich ist, von dem der Bundespräsident gesprochen hat, und dann, wie das alles aufgeräumt, wie das repariert werden kann. Die Baustelle Österreich, wenn ich das so formulieren darf. Maria Rauch-Kallert, Sie haben Ihre Partei, die ÖVP, Sie haben schon Kritik geübt an diesen Chats und gesagt, dass Ihnen die nicht gefallen. Was missfällt Ihnen eigentlich am meisten? Selbstverständlich der Ton, die Wortwahl und von dem, was bekannt ist, wird sich zeigen. Auf jeden Fall ist es ein Sittenbild, das man sich so bei Politikerinnen und Politikern nicht wünscht. Dazu muss ich sagen, Politikerinnen sind davon, glaube ich, nicht betroffen. Bis jetzt gibt es, glaube ich, keine Frau, die in diese... Frau Kamersin. Ja, Kamersin, ist richtig. Involviert war, aber in die Chats involviert war. Und ich habe vermisst die Demut vor dem Amt. Die ist mir sehr abwesend vorgekommen. Jetzt ist die Strategie der ÖVP, wenn man die letzten Tage verfolgt, die Glaubwürdigkeit von Thomas Schmidt, der ja Kronzeuge werden will, offensichtlich, diese Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen und zu untergraben. Sonst habe ich eigentlich noch nicht wirklich viel gehört. Ist das klug? Reicht das aus? Also ganz war es nicht so. Ich habe genauso wahrscheinlich wie alle anderen hier die Sendung am Sonntag im Zentrum gesehen. Und da gibt es natürlich schon auch die rechtliche Ansicht. Es muss geklärt werden, wer tatsächlich lügt oder ob beide lügen. Auch das wäre möglich. Aber sicher ist, und das ist ja auch am Sonntag in dieser Sendung klar geworden, dass auch beide, also dass einer auf jeden Fall lügen muss. Ich kenne Thomas Schmidt relativ wenig. Ich kenne Sebastian Kurz besser. Ich war sehr verwundert über diesen Ton, weil ich bei ihm das eigentlich gar nicht gewohnt war. Das war nicht so, wie ich den Sebastian Kurz kennengelernt habe. Der war mit 16 schon wohlerzogen. Und das hat mich schon sehr, sehr verwundert. Und das war auch etwas, was, glaube ich, viele im Übel genommen haben. Jetzt gibt es aber nicht nur die rechtliche Seite, sondern eben auch noch mehr, über das wir auch heute Abend hier reden werden, eine moralische, wenn ich es so nennen darf, Verantwortung. Wie groß schätzen Sie den Schaden ein, den diese Chats verursachen? Ich glaube, dass der Schaden sehr groß ist, und zwar nicht natürlich besonders für die ÖVP, aber natürlich auch für die gesamte Politik. Das ist gar keine Frage. Jetzt haben wir ohnehin schon vor dieser ganzen Sache eine hohe Politikverdrossenheit gehabt, die zunehmend war, insbesondere bei jungen Menschen. Und das noch dazu, würde ich sagen, war ein sehr, sehr großer Schaden für die Politik. Und wir werden genug zu tun haben, das auch wieder zu reparieren. Und hoffentlich wird das auch gelingen. Eberhard Christ, danke für die rasche Ergänzung mit der Frau Kamersin, dass Sie mir da als Moderator zur Seite gesprungen sind. Eine Ministerin, die in der Eigendefinition in einer ORF-Sendung vor ziemlich genau einem Jahr sich auch bezeichnet hat als Mitglied des allerinnersten Kreises. Ja, Elisabeth Köstinger, aber sie ist ja nicht mehr Ministerin. Sie kommt in den Chats praktisch nicht, zumindest in denen, die veröffentlicht wurden, kommt sie nicht vor. Ich habe nur gesagt, dass sie sich selber auch bezeichnet hat als Teil des innersten Kreises. Lassen wir das so stehen, weil in den Chats kommt sie tatsächlich nicht vor, aber zur Familie, wie man sie in der ÖVP genannt hat, hat sie sich sehr wohl dazu gezählt. Frau Chris, wie würden Sie, worin besteht der Schaden, über den wir da heute sprechen, den diese Chats ausgelöst haben? Also ich finde, es sind nicht die Chats. Die Chats haben sichtbar gemacht, was geschehen ist. Und das, was geschehen ist, ist ja das Schreckliche. Und das zeigt eben, dass über den Staat verfügt wurde von einer Gruppe von Leuten, als sei das ihr Privatvermögen.
Ja, also sie haben Posten zugeschoben, sie haben Leute in Positionen gehievt, die dafür gar nicht geeignet waren. Sie haben das Tafelsilber der Republik, ja, in die ÖBAG, die haben sie gegründet, dort haben sie das geparkt oder dort hineingegeben. Die Gesellschaft, die das verstaatlichte Vermögen hält. Das verstaatlichte Vermögen, also die Anteile der Republik, 27 Milliarden Euro, glaube ich, sind diese Anteile wert. Und da ist ein Intimus vom Herrn Kurz, jedenfalls damals noch, ist dort Alleinvorstand geworden. Und ich finde, das, was wirklich geschehen ist, ist ja das Schreckliche. Es geht nicht um gutes Benehmen. Da ist auch kein wirtschaftlicher Schaden entstanden in der ÖBAG. Es geht nicht darum, dass der Herr Kurz nicht wohlerzogen war, welche Ausdrücke die verwendet haben. Ich finde, das ist völlig sekundär. Nein, finde ich dieses nicht. Verhalten, diese Haltung gegenüber dem Staat, dieses völlige Fehlen von Verantwortung, die haben ja gezeigt, sie meinen darüber verfügen zu können, wie es ihnen gefällt. Und ich finde, was man schon berücksichtigen muss, warum hat denn der Herr Schmid diese Position bekommen vom Herrn Kurz? Weil dass der Herr Kurz darüber verfügen konnte, ist klar. Der hat das in der Hand gehabt. Aber wenn jetzt der Herr Schmid das eigentlich alles erfunden hat, wenn das gar nicht so war, dass er die ÖVP so unterstützt hat, warum hieft ihn Kurz in diese Position? Das muss man mal überlegen. Doch nicht nur, weil der ihm sympathisch ist. Also wer das annimmt, glaube ich, muss sehr naiv sein. Und das ist der große Schaden, der entstanden ist, dass hier eine Gruppe von Leuten den Staat und wichtige Positionen praktisch gekapert hat, anders kann man das nicht nennen, geschaut hat, mit allen Mitteln an die Macht zu kommen. Das hat die ÖVP gemacht, indem man eben den Anschein erweckt hat, man hat einen völlig neuen Stil. Ich habe die Balkanroute geschlossen, hat das immer geheißen, hat man der FPÖ das Thema weggenommen, ist dadurch an die Macht gekommen, hat damit eine Zustimmung bekommen, die vorher undenkbar gewesen wäre. Und dann hat man aber mit dieser Macht, die man bekommen hat, nichts, wirklich fast nichts für den Staat getan. Ja. Das ist das, was mich so stört. Also die hätten ja Kurz mit seinem Charisma, mit dem Ansehen, das er in der Bevölkerung gehabt hat, der hätte wirklich was erreichen können. Der hätte wirklich was machen können. Das waren Scheinlösungen, so wie die Zusammenlegungen der Sozialversicherungsanstalt mit der Patientenmilliarde. Da ist nichts davon übrig geblieben. Also diese Sachen, das ist das Störende. Und da sagen sie die Leute, da sind wir betrogen worden. Aber es gibt keinen wirtschaftlichen Schaden in der ÖBAG. Also, ja, aber das ändert ja nichts. Ja, aber weil Sie sagen, er hat nicht einen Unfähigen hingesetzt. Offensichtlich so unfähig war der Herr Schmid nicht, weil in der Zeit, in der er in der ÖBAG war, ist das Vermögen der ÖBAG angewachsen. Ja, das hat er nicht gemacht, das sind ja Anteile an Unternehmen. Aber Sie haben ja gerade kritisiert, dass er als Alleinvorstand das gemacht hat. Natürlich. Ich meine, ich verteidige nicht die Chats, aber wirtschaftlicher Schaden ist der Politik dadurch nicht entstanden. Es ist ja ein Ansehen. Aber bitte, das schlägt sich doch auf die Märkte nieder. Also da muss ich schon einen Einspruch erheben. Auch überall dort, wo Sie Milliarden verschieben, brauchen Sie auch Vertrauen. Und wenn derartige Positionen so vergeben werden, wie sie vergeben werden, obwohl es ein Stellenbesetzungsgesetz gibt, obwohl es ein Ausschreibungsgesetz gibt, obwohl in diesen Gesetzen drinnen steht, Parameter der Objektivität sind anzuwenden etc., dann ist es sehr wohl ein massiver Vertrauensschaden, der allein aus dem Umkehrargument schon verhindert, dass sich vielleicht in Zukunft dann entsprechend fähigere Leute überhaupt auf solche Posten bewerben. Und ich glaube, das muss man schon mit auch hineinnehmen. Es wird sich wahrscheinlich jemand, der einen politischen Hinweis bekommt, auch aus dem Ausland auf solche Posten in Zukunft kommen, bewerben. Also wir nehmen uns ja auch bessere Kandidaten damit automatisch. Kann ich es auf den Nenner runterbringen? Kein direkter finanzieller Schaden durch irgendwelche Malversationen, aber sehr wohl ein Vertrauensschaden in die Institutionen, in die Mechanismen, aber auch finanziell der langfristig dann auch tiefergehende Schäden verursachen kann. Darf ich zu Frau Christ zurückkommen? Der Bundespräsident hat einen Sanierungsauftrag erteilt. Wer soll den durchführen? Wer soll den aufnehmen? Ja, es gibt ja das Antikorruptionsvolksbegehren mit all den Maßnahmen, die notwendig wären. Und schon die erste und vordringliche Maßnahme wäre mal das Informationsfreiheitsgesetz. Aber kann es die Politik machen? Oder soll das? Natürlich, das muss die Politik machen. Dafür ist das Parlament gewählt. Ja. Es gibt dann einen Entwurf, der liegt im Parlament, bis ja die ÖVP das blockiert, redet sich aus auf die Länder und Gemeinden, für die das eine zu große Belastung wäre. Und das ist auch unter einer sozialdemokratischen Regierung schon nicht durchgegangen, wenn auch ich das nicht, auch nicht. Der Gründlichkeit halber anfügen darf. Das ist ja das Traurige, aber wir sind nun einmal in einer Demokratie und daher kann nur das Parlament diese Maßnahmen treffen. Und da müssen die Bürgerinnen und
und Bürger sagen, wir müssen eben jemanden wählen, von dem wir hoffen, ich sage hoffen, dass er das wirklich umsetzt. Aber ich stelle mir schon vor, dass die Regierung jetzt haben sie ja noch eine Mehrheit, alles Interesse haben muss, um noch halbwegs gut dazustehen. Und der erste Schritt wäre mal, das Informationsfreiheitsgesetz einzubringen im Nationalrat und zu beschließen. Sie haben ja die Mehrheit dafür. Und die NEOS und die SPÖ würden wahrscheinlich in der Situation mitstimmen. Das Zweite ist dann, dass man diese Generalstaatsanwaltschaft oder Bundesstaatsanwaltschaft, dass bevor man das wir die umsetzt. Ganzen Punkte des Volksbegehrens durchgehen, würde ich den Herrn Greutner gerne ins Spiel bringen, der auch mit ein Proponent dieses Volksbegehrens ist. Allen Rankings nach ist Österreich im Rückstand, was Regelungen, Antikorruption, Transparenz betrifft. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum ist das so? Also ich muss inzwischen annehmen, es ist der Wille. Es ist der Wille, man will es einfach nicht. Man fühlt sich vielleicht in den Entscheidungsebenen ganz wohl mit diesem etwas saloppen Zustand. Mann sind die Parteien in dem Fall. In dem Fall sind es die Parteien, richtig. Und ich will da auch keine einzige ausnehmen, weil also natürlich es momentan einfach ist, auf die Regierung zu schimpfen. Aber es wird letztendlich der Lackmustest auch zu erbringen sein der anderen Parteien, wenn es eben notwendig sein wird, 2/3 Mehrheit für die Bundesstaatsanwaltschaft oder für sonstige Gesetzesvorhaben zu erreichen. Es wird auch der Lackmustest zum Tragen kommen, wenn es um das Informationsfreiheitsgesetz geht, weil da auch Länder zustimmen werden müssen. Und es sind sicher nicht alle Ländern, was man so hört momentan dafür. Da gibt es durchaus auch Diskrepanzen zwischen Parteien, die auf der Bundesebene sagen, sie sind dafür und Landeskaiser dann wieder dagegen. Und damit meine ich jetzt nicht den semantischen Kaiser in Kärnten, sondern ich meine die Landeshäuptlinge, um es vielleicht etwas neutraler auch zu formulieren. Also diese Lackmustests werden sicher zu erbringen sein. Wie lang wäre der zeitliche Rahmen bis diese anstehenden, Sie haben jetzt einige davon aufgelistet, ist das in 1-2 Jahren durchsetzbar oder wird das? Also vieles ist sicher sofort umsetzbar, wenn ich an die Selbstverpflichtungsdinge denke. Jeder kann, wie der Volksmund sagt, bei der eigenen Haustüre schon anfangen. Da brauche ich auch keine 2/3 Mehrheiten im Parlament. Was die Gesetzesvorhaben betrifft, hören wir ja von den Entscheidungsträgern, dass zum Teil die technischen Erarbeitungen alle schon erbracht sind. Die liegen in der Schublade. Schublade öffnen, bitte umsetzen. Das ist ein Prozess, der in einem halben Jahr abgeschlossen werden kann, auch mit den entsprechenden Begutachtungen. Also definitiv in der Legislaturperiode noch. Auch was die größeren, unter Anführungszeichen, Vorhaben betrifft, wie Bundesstaatsanwaltschaft, Informationsfreiheitsgesetz und so weiter, ist, wenn man es will, machbar, auch in dieser Legislaturperiode. Und wie gesagt, wir haben ja auch die im Parlament befindlichen Parteien dazu eingeladen, wirklich jetzt aufgrund der Vorkommnisse, und das war noch vor den Grundzeugenaussagen jetzt oder den beantragten oder gewünschten Grundzeugenaussagen. Vielleicht Grundzeugen, noch, ja. Genau, richtig, also Perspektivengrundzeugenaussagen, dass man jetzt wirklich auch in dieser Legislaturperiode neben allen anderen Erfordernissen auch der Korruptionsbekämpfung ein Schwergewicht widmet. Ich weiß nicht, was noch passieren muss, damit das endlich soweit ist. Jetzt ist eine Maßnahme präsentiert worden vor wenigen Wochen, neue Regelung bei den Inseraten, dass da die Beträge gesenkt worden sind, die Schwellen, bei denen das gemeldet werden muss. Ich glaube, bisher waren es nur 5.000 Euro, jetzt muss auch darunter gemeldet werden. Was sagen Sie dazu? Brauchbar, richtige Richtung oder zu wenig? Also was die Medientransparenz betrifft, ist das ja noch ein Vorhaben, das ist ja noch nicht beschlossen. Ist einmal präsentiert worden. Ja, da wird man noch weiter schauen müssen im Detail. Was das Parteiengesetz betrifft, das ist sicher auf dem richtigen Weg. Da ist ein Schritt nach vor gemacht worden. Nur ich warne auch davor, es jetzt wieder nur zu reduzieren auf das rein Logistische, auf das, was beschlossen werden muss. Ich glaube, was wir ganz, ganz dringend notwendig haben, ist einfach uns auch einmal dem Problem zu stellen. Also bei allem Respekt vor Parteien oder auch vor Einzelpersonen, aber in der jetzigen Situation zu sagen, wir haben kein Problem, das halte ich für Themenverfehlung. Das erinnert mich ein bisschen an des Kaisers neue Kleider, wo eigentlich das gesamte Publikum schon schreit, der Kaiser ist nackt. Und wir tun aber immer noch so, als ob eh alles eitel Wonne wäre, beziehungsweise nicht wirklich Handlungsbedarf besteht. Also wenn Vertrauen zurück in die politische Atmosphäre, dann bitte aber auch in die Gänge kommen. Aber es sagt ja niemand, dass wir kein Problem haben. Also ich kann mich sehr wohl erinnern, dass der Herr Bundeskanzler gesagt hat, natürlich, die ÖVP hat kein Korruptionsproblem.
Also bitte, ich kann nur vor allem nicht in der Verallgemeinerung. Ich kann diesen Optimismus nicht teilen, dass Sie, Frau Dr. Chris, sagen, und auch Sie haben es angedeutet, Herr Kreitner. Es war konditional. Jetzt, pardon? Es war konditional. Konditional. Also, ich glaube, es ist möglich. Es ist sehr konditional. Das wäre auch meine nächste Frage an Andreas Koller gewesen. Wie groß sind die Chancen, dass dieser Sanierungsauftrag des Bundespräsidenten denn umgesetzt wird? Ich fürchte sehr klein. Denn Sie haben gesagt, nicht wann, wenn nicht jetzt. Also ehrlich gesagt, das Informationsfreiheitsgesetz, also seit ich zurückdenken kann, wird ein solches gefordert. Einen Gesetzentwurf hat schon der Minister Ostermeier vorgelegt. Da wissen nur mehr die Älteren unter uns, wann der ehemals Minister war. Der ist nie beschlossen worden. Und das ist, das haben Sie auch gesagt, und das, dem stimme ich zu, die Regierenden wollen ja kein Informationsfreiheitsgesetz. Das wollen immer die, die gerade in Opposition sind. Nicht? Und ich bezweifle, dass die SPÖ, die jetzt nach einem Informationsfreiheitsgesetz ruft, sollte sie wieder regieren, ein solches verwirklichen würde. Und wahrscheinlich rufen sie jetzt auch nur so laut nach einem Informationsfreiheitsgesetz, weil sie wissen, es kommt eh nicht. Weil es die Bürgermeister und die Länder verhindern und weil es die ÖVP nicht will. Und also aus einer Vielzahl von Gründen. Dasselbe beobachtet man beim Bundesstaatsanwalt nicht. Also jeder sagt, und vor allem die Regierungsparteien sagen, wir brauchen unbedingt einen Bundesstaatsanwalt, damit nicht immer der Justizminister oder die Justizministerin sozusagen politische Weisungen der Staatsanwaltschaft geben kann, sondern damit da halt ein objektives Gremium über die Anklagen entscheidet. Also wir brauchen einen Bundesstaatsanwalt. Nur ich glaube, der wird nicht kommen. Die Frau Zadic hat einen Entwurf vorgelegt und die ÖVP hat ihn ja sofort vom Tisch gewischt. Und mit dieser Taktik kommt man noch über diese Legislaturperiode, dann sind Neuwahlen und es gibt keinen Bundesstaatsanwalt. Und ich glaube überhaupt, man muss das Thema, glaube ich, größer sehen. Denn wir reden jetzt von den Politikern, die bösen Politiker, die machen Postenschacher und schreiben sich Chats. Aber ich meine, es ist schon auch ein gesamtgesellschaftliches Problem. Denn wenn zum Beispiel ein Bürgermeister in Oberösterreich, und der Fall kommt ja in den Chats vor, nicht, wenn der glaubt, ein kleiner Bürgermeister, er möchte jetzt Leiter eines Finanzamtes in Oberösterreich werden, dann setzt er den Club-Obmann, also oder damals war er noch einfacher Abgeordneter, Wöginger, unter Druck, so lange bis der Herr Wöginger das durchdrückt irgendwie, dass dieser Mann halt ein Finanzamt leiten darf. Und jetzt kann der man Herr Wöginger weist das zurück. Weist das zurück. Wird aber auch von der Staatsanwaltschaft ermittelt. Nein, und natürlich kann man sagen, ein Politiker muss so stark sein und Interventionen abschmettern. Nur so stark sind sie halt nicht. Sie sind ja zum Teil auch Bezirkskaiser und werden gewählt von den Leuten. Und solange das in Österreich als relativ normal gilt, wenn ich einen Abgeordneten kenne und das ist ein Parteifreund von mir, na, ich gehe hin, mein Sohn braucht einen Job und die Tochter braucht eine Wohnung und ich möchte ein Finanzamt leiten, solange das reingeht und solange die Leute nichts dabei finden, solange werden wir dieses Korruptionsproblem also haben. Also der Fisch stinkt nicht nur oben, sondern unter uns gesagt auch auf der Basis. Wir würden es uns zu einfach machen, wenn man es nur an denen da oben ganz festzuhören würde. Genau so ist es. Gut, nur kommen wir dann wieder in die Schleife, wo wieder niemand schuld ist und eh alles umsonst ist. Also ich warne schon auch da ein bisschen davor und möchte jetzt entgegen vielleicht meiner angedachten Rolle auch was Positives bringen. Wir haben es ja interessanterweise auf der Ebene der Verwaltung geschafft. Also jetzt bin ich noch eine Generation, ich kann mich noch dunkel erinnern. Man hat früher durchaus die Geschichten gehört, dass man sich ab und zu vielleicht mit dem Zoll richten konnte oder auch mit sonstigen Institutionen richten konnte. Ich würde heute niemanden raten, versuchen, einen Polizisten oder eine Polizistin zu bestechen. Das ist einfach nicht mehr akzeptabel, und zwar sowohl innerhalb der Polizei als auch wahrscheinlich vom normalen Bürger, normale Bürgerin. Ich vermute, das Gleiche gilt auch für andere Behörden. Und hier hat sich durchaus auch in der öffentlichen Wahrnehmung Dinge zum Positiven verschoben. Beschließen kann es ohnehin. Beschließen wiederum können es nur die da oben wieder. Aber im Bewusstsein muss es wahrscheinlich breiter und tiefer gehen. Und da hätte ich die Frage eben auch noch an den Journalisten Andreas Koller. Kommen diese Chats, kommt das, was da passiert ist, angesichts der gegenwärtigen Krisen, die wir erleben, kommt das Ihrer Wahrnehmung bei den Leuten überhaupt durch oder wird das überlagert von dem Schrecklichen, was da sonst alles passiert? Also ich kenne schon Leute, die sagen, ich kann das gar nicht mehr lesen, diese Chats, und das ist so furchtbar, nicht, weil das zieht sich ja schon so lange dahin. Nur der Punkt ist, die Leute müssen es gar nicht lesen. Nicht? Man muss nicht alle Helden kennen, die da vorkommen und alle Antihelden und jede Verzweigung.
der Punkt ist, dass die politische Stimmung dadurch verdorben wird, nicht? Also jeder Mensch denkt sich, oder jeder Mensch weiß ich nicht, aber viele Leute denken sich, die da oben sind alle korrupt, nicht? Und jetzt versucht man als sachlicher Journalist immer auch Lanzen für Politiker zu brechen und zu sagen, Leute, Politiker sind Menschen wie du und ich, das sind ganz normale Menschen mit ganz normalen Leben und Karriereverläufen und erwartet euch nicht zu viel von den Politikern. Also versucht sie nicht heilig zu sprechen und beim ersten Fehler, den sie machen, fordert nicht gleich den Rücktritt. Also nicht zu himmelhoch jauchzend, ja, und dann zu. Genau so ist es. Nicht nur mit dieser sachlichen Einstellung kommt man nicht weit, wenn sie auf der Straße mit Leuten reden oder auch im erweiterten Bekanntenkreis die Meinung vertreten wird, das sind eh alles korrupte Verbrecher. Nicht? Und also ich glaube, in dieser Hinsicht schaden die Chats ganz, ganz massiv. Und wenn man noch bedenkt, dass wir ja möglicherweise vor einem schweren Winter stehen und wir haben ja sowieso krisenhafte Zeiten seit bald 3 Jahren, und die Stimmung der Menschen ist eh schon so ein bisschen am Köcheln. Also und wenn dann auch so eine Korruptionsaffäre aufpoppt, dann glaube ich, kann die Stimmung irgendwann auch einmal kippen. Und man muss ja in andere Länder schauen. In Italien haben die Neofaschisten die Wahl gewonnen. Also ich brauche solche Verhältnisse in Österreich nicht. Und darum bin ich der Hoffnung, dass sich die Dinge zum Besseren wenden. Nur wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin nicht wahnsinnig optimistisch, dass die Politik in die Gänge kommt und all das jetzt umsetzt, was umgesetzt werden müsste. Das ist die entscheidende Frage. Was kann oder was muss geschehen? Das möchte ich. Wir haben eine ehemalige Politikerin, Ministerin in der ÖVP, Irmgard Gries, für die NEOS in die Bundespräsidentschaftskandidatur gegangen und im Parlament gesessen. Was muss ich jetzt tun? Wo konkret beginnen? Na, es wäre schon sehr sinnvoll, wenn die Gesetze, die jetzt da liegen und ich habe gehört, in Begutachtung schon geschickt sind, das Medientransparenzgesetz gibt es ja nur in einer Punktation. Das ist ja noch gar nicht im Ministerrat oder noch nicht einmal in Begutachtung geschickt worden, soweit ich weiß. Aber es sollte noch vor Jahresende in Begutachtung geschickt werden. Müsste sich ausgehen, dass das im Jahr 2023 beschlossen werden kann. Das wäre also diese Dinge, die im Volksbegehren eigentlich drinstehen, im Antikorruptionsvolksbegehren? Ich kenne den Ministerratsentwurf nicht. Ich kenne überhaupt den Erstentwurf nicht. Und erst nach der Begutachtungsphase kann es ja überarbeitet werden mit der Einarbeitung und durch den Ministerrat durchgehen. Dann geht es ins Parlament, dann wird es dort dem Ausschuss zugewiesen und dann wird es dort noch diskutiert. Und je nachdem, welche Bestimmungen eine Zweidrittelmehrheit brauchen. Aber abgesehen von solchen Mechanismen, braucht es Ihrer Einschätzung nach nicht ein Signal, eine Geste der Klarstellung oder was auch immer, um hier dieses "So sind wir nicht" des Bundespräsidenten irgendwie zu unterstreichen und bei den Leuten durchzubringen? Reichen da diese parlamentarischen Abläufe? Naja, aber das klingt ja alles recht trocken, wie Sie es jetzt geschildert haben. Ich habe Ihre Frage jetzt so verstanden. Was muss jetzt in dieser noch 1,5 Jahre dauernden Legislaturperiode, fast 2 Jahre dauernden Legislaturperiode passieren? Was kann die Politik machen, wenn ich es ein wenig weiterfasse? Was kann man wirklich? Die Politik kann erstens hart arbeiten. Das ist immer verlangt von der Politik. Die Politik hat ja auch, ich meine, ganz so schlecht stehen wir nicht da, hat immerhin in den letzten 3 Jahren in sehr krisenhaften Zeiten, wenn ich an die Pandemie, an den Krieg, die Energiekrise und vieles mehr denke, ja auch gute Arbeit geleistet. Also es geht uns ja Gott sei Dank immer noch relativ gut. Aber das dringt vielfach bei den Leuten nicht mehr durch. Es dringt nicht durch, aber auch das beschäftigt natürlich. Ich meine, und gerade im ersten Jahr der Pandemie, das werden Sie zugeben, die Regierung ist angelobt worden und ist nach 4 Wochen in die Pandemie sozusagen geschlittert mit einem Lockdown. Etwas, das niemand für möglich gehalten hat. Also ich glaube, das erste Jahr der Regierungstätigkeit war mit Krisenbewältigung ausgefüllt. Und jetzt wäre es an der Zeit, es ist immer noch Krisenbewältigung, weil niemand hätte gedacht, dass wir jetzt ganz nah an unserem Land einen Krieg haben mit furchtbaren Auswirkungen, dass wir andere Prioritäten setzen müssen. Keiner hat gedacht, dass wir im Energiebereich derartige Situationen haben, wie wir sie jetzt haben. Dass die Teuerung in dem Fall derartig eintritt, das sind alles Dinge, wo man permanent auch austarieren muss, wo man permanent Krisen bewältigen muss. Und natürlich ist die Politik auch gefordert, auch in so schwierigen Zeiten
Initiativen zu setzen, die das wieder in Ordnung bringen. Also die eben genau diese Gesetze, die schon ewig da liegen, und Sie sagen es, das Informationsfreiheitsgesetz ist eine unendliche Geschichte. So wie das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, das auch ungefähr 20 Jahre verhandelt wurde, das Psychologiegesetz, Psychologengesetz im Übrigen auch. Ich bin ja ganz bei Ihnen, Frau Kallert, nur ich glaube, es geht schon auch um die symbolische Ebene. Also nicht nur Gesetze zu verabschieden, sondern ich meine, der Herr Bundeskanzler hat vor einiger Zeit gesagt, die ÖVP hat kein Korruptionsproblem. Kann man, glaube ich, so nicht stehen lassen. Also ich würde mir vom Bundeskanzler, der immerhin mit 100% zum ÖVP-Obmann gewählt worden ist, der müsste sich wirklich hinstellen und eine Grundsatzrede halten. Also mein Herr Bundespräsident hat gesagt, so sind wir nicht. Also der Bundeskanzler müsste sagen, oder der ÖVP-Chef in dem Fall müsste sagen, so wollen wir nicht sein. Und er müsste sich wirklich distanzieren, er müsste einen Schlussstrich ziehen, nämlich auch einen Schlussstrich zu dem, was vorgefallen ist, auch zu den Personen, vielleicht auch zur türkisen Farbe. Also ich finde, die ÖVP müsste eigentlich den Reset-Knopf drücken, weil anders kommt erstens diese Antikorruptionssache nie in die Gänge, auch nicht im Parlament. Und zweitens, ich meine, das könnte sozusagen den Bürgern egal sein, weil da geht es um die ÖVP. Die ÖVP kommt nicht mehr in die Lage, eine Wahl zu gewinnen, solange sie das nicht tut. Und solange sie einen Klotz am Bein diese 450 Seiten des Einvernahmeprotokolls des Herrn Schmidt mitschleppen muss. Also da würde ich mir von der ÖVP schon auf der symbolischen Ebene einen ganz klaren Schlussstrich erwarten. Darf ich es an Frau Gries weitergeben? Was über Gesetze hinaus kann die Politik tun? Na, die Politik muss jedenfalls den Eindruck erwecken, dass es eine seriöse Politik ist. Also sie muss seriös und ehrlich kommunizieren mit den Leuten. Also nicht irgendetwas vormachen. Und es muss etwas geschehen und man muss etwas tun. Man kann ja das Vertrauen in die Politik nicht unmittelbar aufbauen. Das geht nicht. Ich kann nicht Vertrauen schaffen. Ich kann Vertrauen nur, indem ich nichts tue, sondern ich kann Vertrauen nur schaffen, wenn ich entsprechend handle und auch mich danach verhalte. Also wenn die Politik muss beweisen, dass sie verantwortungsbewusst handelt, sie muss beweisen, dass sie mutig ist, dass sie diese Herausforderungen angeht, sie muss den Leuten reinen Wein einschenken, nicht irgendetwas Sand in die Augen streuen und so tun, als ob. Und sie muss natürlich genauso auch Hoffnung wecken, nicht? Indem die ihnen gesagt wird, wir werden das schaffen. Ja, wir müssen das und das tun, es ist eine schwierige Situation, die und die Probleme bestehen. Aber sie muss da offen und ehrlich kommunizieren. Ich glaube, was die Leute ja spüren, ist, dass ihnen da in vielen Fällen was vorgemacht wird. Oder ich finde ja auch die Geschichte mit dem Klimabonus, mit den 500 Euro, die jeder kriegt, egal wie viel Geld oder wie weniger Geld er hat, ich finde das ganz negativ, ja? Weil die Politik damit zeigt, wir sind nicht in der Lage, denen das zu geben, die wirklich bedürftig sind. Nur die brauchen das, die anderen brauchen es ja nicht. Und das erweckt schon den Anschein, oder es ist ein Zeichen mangelnder Kompetenz. Da muss man die Voraussetzungen dafür schaffen. Ich würde gerne da einhaken, wie Sie gesagt haben, Vertrauen bilden. Wenn ich mir den gegenwärtigen Diskurs in Österreich anschaue, ist eigentlich jede Partei möglichst bemüht, die andere möglichst schlecht ausschauen zu lassen. Also kein Tourismusort wirbt damit, dass im anderen Ort das Wasser giftig und die Lebensmittel gefährlich sind. Die Politik macht nahezu alles schlecht, was eine andere Partei vorschlägt. Wie kommen wir aus dem heraus? Das ist ein Grundproblem. Also ich wäre dafür, dass es ethische Grundsätze für alle Parteien gibt und die in dem übereinstimmen, dass man festlegt, wir bauen unseren Erfolg nicht darauf auf, dass wir die anderen vernichten oder schlecht machen. Wir bauen unseren Erfolg darauf auf, dass wir etwas für das Land tun, etwas Positives tun. Und das ist es ja auch, was so stört, was die Leute jetzt auch am Urausschuss so gestört hat, dass es immer dieses Hin und Her, dieses Gehacke ist. Dass es nicht darum geht, was ist für das Land am besten, sondern dass es darum geht, was nützt uns und vor allem, was nützt nicht den anderen. Ich habe in meiner kurzen Parlamentszeit das als das größte Problem und den größten Nachteil empfunden, dass die vorherrschende Erwägung bei allem, was geschieht, ist, na hoffentlich haben die anderen nicht einen Vorteil daraus, dann müssen wir dagegen sein. Wehe, die anderen können sich berühmen, das und das durchgesetzt zu haben. Und das ist ein Grundfehler. Und da braucht es die Einstellung und die Haltung, wir tun was fürs Land, gemeinsam. Aber ist und das eine realistische Chance, Andreas Koller, ich will Sie nicht als Pessimist vom Dienst hier. Es ist so, also Sie reden bei mir wirklich offen
offene Türen ein, weil ich empfinde das auch als eines der größten Probleme in der Politik, dass die Parteien einander immer nur schlecht machen. Ja. Also es gibt natürlich Ausnahmen und so weiter, aber ich meine, dass die SPÖ schon am Tag vor der Budgetrede in einer Pressekonferenz weiß, dass das Budget ganz schlecht sein wird. Ich meine, das geht, finde ich, irgendwie zu weit. Also, und ich sage immer, wir Journalisten sind ja selber so ein kritisches Volk und sehen oft immer nur das Negative. Nicht? Und wenn die Regierung was vorlegt, schauen wir sofort, na, wo sind vielleicht irgendwelche Fehler eingebaut. Nur die meisten Journalisten sind sozusagen ein Ausbund an Sachlichkeit und Wohlwollen im Vergleich zu den Parteien gegeneinander. Und ich glaub, oder innerparteilich, das, muss man ja auch sagen. Ja, aber ich halte eher das Problem momentan, also dass im Parlament die Anschüttungen gegenseitig erfolgen und die Leute schauen sich das im Fernsehen an, live. Und ich halte das für einen der Haupttreiber für die Politikverdrossenheit. Ne? Weil die Parteien oder viele Parteien, viele Politiker kapieren nicht, dass sie mit einem Kübel Dreck, wenn ich das so sagen darf, wen anschütten, dass ja was hängen bleibt und spritzt zurück, richtig. Herr Kreutner, Sie wollen. Aber jetzt sind wir uns doch in der Analyse eigentlich alle einig. Die Analyse lautet, wir stehen vor multiplen Krisen, beziehungsweise sind in multiplen Krisen schon drinnen. Dazu kommt noch die Vertrauenskrise, wie der Herr Bundespräsident und viele andere auch gesagt. Also die Analyse ist doch offensichtlich, sind wir uns klar. Was ist der Weg raus? Genau, der Weg raus müsste doch haben eigentlich Sie mir die Frage weggenommen. Dann das lauten, was man aus der Privatwirtschaft kennt, was man aber auch aus Institutionen kennt, was auch Sie zum Teil jetzt schon erwähnt haben, nämlich sich einerseits einmal dem Problem überhaupt zu stellen, nämlich anzuerkennen, dass es halt auch in diesem Thema eine Krise gibt und es nicht beiseite zu schieben. Das Zweite ist, Sie haben es erwähnt, glaube ich, mit Leadership oder haben einen anderen Ausdruck verwendet dafür auch. Also ich glaube, man muss jetzt aktiv wieder um dieses Vertrauen kämpfen und sich dieses Vertrauen auch harte Arbeit. Das Vertrauen auch verdienen. Das Interessante ist, wenn ich mir den Verhaltenskodex der Parlamentarier anschaue, wenn ich mir den Verhaltenskodex auch der ÖVP anschaue, dann steht genau das dort drinnen. Dann steht das expressis verbis dort drinnen. Nämlich nicht nur durch harte logistische Arbeit, sondern auch durch Vorbildwirkung. Durch Vorbildwirkung auch nicht nur durch gerade noch Einhalten der Strafgesetze, sondern aktive Vorbildwirkung. Also dann müssen wir es umsetzen. Und um das, glaube ich, geht es ganz, ganz massiv. Ich möchte jetzt noch da auch ein bisschen nachlegen, was der Kollege Koller gesagt hat. Wenn wir jetzt diese Diagnose schon haben, dass es den Vertrauensverlust gibt, dann frage ich mich, wie es denn nächstes und übernächstes Jahr ausschaut. Wir haben nächstes Jahr drei Landtagswahlen und wir haben im 2024er Jahr vier Wahlen, nämlich zwei Landtagswahlen, Parlamentswahl und Europäisches Parlament. Also dort anzutreten mit dem jetzigen Vertrauensverlust und vielleicht dann für ein, zwei Parteien noch dazuzunehmen, dass dann vielleicht auch allfällige Strafverfahren griffig werden, im Sinne, dass es Anklagen geben wird und Strafprozesse geben wird. Also das schaue ich mir an, dann unter dem Diktum, wir haben kein Problem. Also Michael Häupl hat einmal Wahlkämpfe als zeitfokussierter nicht Intelligenz bezeichnet, das würde alles noch verschärfen, ist ja. Es würde es insofern verschärfen, als dass es sicher keine vertrauensbildenden Maßnahmen gegenüber der Bevölkerung sind. Ja, und ich glaube, da geht es gar nicht um die Wahlkämpfe, da geht es ums Wahlergebnis. Und wie gesagt, ich habe schon Italien erwähnt, nicht? Ich meine, dort haben die Neofaschisten die Wahl gewonnen. Nicht? Also das ist eine Partei, die vor ein paar Jahren noch faktisch inexistent war. Und ich meine, wir haben in Oberösterreich erlebt, dass die MFG, eine sogenannte impfkritische Liste, auf einmal 6% hatte. Gut, die sind jetzt wieder zerbröselt, aber man merkt, was eben bekannt ist, die Wählerschaft ist volatil, wie Flugsand sozusagen. Und also ich bin ganz bei Ihnen, Herr Kreutner, dass die nächsten Wahlen interessant sein werden vom politologischen her. Als Bürger muss ich sagen, muss sich Sorgen machen. Genau. Also ich glaube auch als Bürger, wenn wir nicht wirklich die Kraft haben oder die Politik die Kraft hat, eine Tabula Rasa zu machen und über diese Parteigrenzen hinweg auch an den Themen gemeinsam zu arbeiten. Aber wie sieht diese Tabula Rasa aus? Machen Sie einen Vorschlag. Das wurde bereits genannt. Also ich würde mir auch wünschen, und das sage ich jetzt bitte parteiübergreifend, ich würde mir das von jedem Bundeskanzler wünschen, dass er jetzt sagt, ja, es gibt ein Problem. Gerade jetzt in den multiplen Krisen wäre es wichtig, sich mit den anderen Parteien auch zu verständigen und diese multiplen sonstigen Krisen zu lösen, weil die Korruptionskrise ja eigentlich noch das Ganze vervielfacht dadurch, wobei dass das Vertrauen auch nicht da ist. Halt gerade von die Opposition müsste halt mitspielen. Nicht? Das, ja eigentlich, es reicht nicht, wenn der Bundeskanzler einen Schulterschluss ausruft, das muss die Opposition keine Frage, spielen, er muss natürlich die anderen mitnehmen. Keine Frage. Aber nachdem, dass er momentan die größte Partei ist und er sogar aus seiner Sozialisation aus einem Bereich kommt, wo Führungsverantwortung ist. Sie sogar sprechen aktiv. Das Bundesheer an. Ich spreche das Bundesheer an. Ich darf das auch deswegen sagen. Er hat im Übrigen gestern eine hervorragende Rede gehalten. Mag sein, keine Frage.
Aber ich würde mir das auch auf Regierungsebene wünschen. Ich würde sagen immer, es müssen Reden gehalten werden, aber ja, tun muss tun, man was. Ne? Ich nehme als Substrat nehme ich mit, dass es gesetzliche Regeln braucht. Ich glaube, darüber haben wir hier nahezu Einigkeit erzielt, die für mehr Transparenz und gegen Korruption wirksam vorgehen. Wir sind aber handwerklich einfach. Also bitte tun wir nicht die so, auch also, rasch umzusetzen werden. Wäre. Und es braucht eine Verhaltensänderung in der Politik, weil ohne dem wird es vermutlich nichts werden. Wir biegen ins letzte Viertel unserer Diskussion. Ja. Frau Rauch-Kallert, ich kann Sie fast nicht gehen lassen, ohne das nochmal anzusprechen, was wir schon angesprochen haben. Was geht da derzeit in der ÖVP vor und erwarten Sie nicht auch, dass da eine Geste gesetzt wird, dass da etwas erklärt wird von der Partei, eine Art, so sind wir nicht? Das wäre sicher gut und ich glaube, das alleine reicht aber nicht. Ich glaube, da hat die Frau Gries schon recht. Es braucht sozusagen, Karl Nehammer hat ja in einer extrem schwierigen Situation die Partei übernommen und hat, was ich eigentlich als sehr wohltuend empfunden habe, sich nicht in den Vordergrund gespielt, sondern hat einmal solide zu arbeiten begonnen und auch abgearbeitet, was notwendig war und laufend. Ich glaube, es wäre auch gut, dass man jetzt für den Rest der Legislaturperiode auch festlegt, gemeinsam mit dem Regierungspartner, was können wir in diesen 1,5 Jahren noch schaffen, was ist möglich, weil ich bin dann auch dafür. Also die Legislaturperiode durchdienen. Na, nicht nur durchdienen, sondern aktiv durchdienen. Also das jetzt in Angriff zu nehmen, was aufgrund von diesen multiplen Krisen, die wir ja alle nicht abstreiten, ja, teilweise liegen geblieben ist, teilweise nicht bis so weit vorangetrieben werden konnte, wie man das sonst kann. Es ist ja so, dass die Legislaturperiode vor, ich glaube, 2013 auf 5 Jahre verlängert wurde, aber noch nie durchgedient wurde. Also bis jetzt, wenn die durchgedient werden kann, das wäre ja sinnvoll, weil wir wissen aus der Regierung, also ich weiß aus der Regierungsarbeit, wenn man ein Ministerium übernimmt, bis man sozusagen sein, man hat natürlich das Regierungsprogramm. Bis man drin ist, ist man schon halb wieder draußen. Nein, das ist nicht, aber man braucht in etwa ein halbes Jahr bis ein Jahr, um sozusagen auch alles im Griff zu haben. Und im Jahr vor der Wahl ist es ganz schwierig, Gesetzesvorhaben durchzubringen. In also jener Welt Niederösterreich, wie sehr setzt das Karl Nehammer unter Druck? Ich glaube, das setzt ihn gar nicht unter Druck. Er wird im Jänner wahrscheinlich keine unangenehmen Maßnahmen mehr setzen müssen, als ohnehin schon gesetzt werden mussten. Es gibt ja genug unangenehme Maßnahmen, die diese Regierung bewältigen musste. Und das haben sie ja auch sehr solide und sehr seriös getan. Wir stehen nicht ganz so schlecht da, wie man das gerne ist. Man darf über all diese Diskussion nicht vergessen, dass unser Land eigentlich relativ gut dasteht im Vergleich zu anderen. Die Stimmen, die eine Neuwahl fordern, sind nichtsdestotrotz lauter geworden. Die Neos haben sich jetzt auch dieser Forderung angeschlossen, die lange Zeit nur von Sozialdemokraten und Freiheitlichen gekommen ist. Mhm. Neuwahlen mitten in der Krise, Ihrer Einsicht nach eine kluge Entscheidung? Also ich fürchte, Krisen werden ein Dauerzustand sein. Das heißt, wir werden auch in 2 Jahren noch eine Krise haben, vielleicht eine etwas andere, aber jedenfalls wird eine Krise sein. Ja, das muss man überlegen. Ich finde schon, also die Regierung, wie sie jetzt hat, jedenfalls keine Mehrheit, wenn man den Umfragen halbwegs glauben kann. Im Parlament sehr wohl. Natürlich im Parlament noch, aber nicht in der Bevölkerung. Das müsste eigentlich das Maßgebende sein. Aber ich finde, unabhängig davon, was notwendig ist, dass es wirklich versucht wird, seriös zu informieren, etwas zu tun und vor allem diese vielen Baustellen, die wir haben. Natürlich, Österreich steht noch nicht so schlecht da, das ist schon richtig. Aber wenn man das Bildungssystem anschaut, ne, da hat wirklich was zu tun. Die Kindergärten, also überall, wo die Fachkräfte fehlen, dass man hier auch versucht, etwas zu machen, dass man eben zeigt, wir tun was, ne? Weil das wird von den Leuten natürlich als Problem unmittelbar empfunden. Wenn ich jetzt für mein Kind jetzt keinen Kindergartenplatz mehr habe, weil es einfach keine Kindergärtnerinnen oder keine Betreuungspersonen sind. Oder in der Schule, ich habe gestern mit einer Lehrerin gesprochen, unterrichtet in einer Mittelschule in Graz, also die 14-Jährigen, die können wirklich nicht sinnerfassend lesen. Und das ist eigentlich ein Wahnsinn, dass es das gibt. Also Sie sagen, es steht so viel still, Neuwellen.
Ich glaube, dass Neuwahlen jedenfalls in der Situation auch gerechtfertigt werden. Sie lösen keine Probleme, aber ich finde, es wäre schon, es müssen auch neue Leute sein. Ich glaube schon, dass das wichtig ist, aber natürlich müsste die Auswahl dann auch so sein, dass es wirklich fähige Leute sind. Andreas Koller, die Grünen, die haben viel sich als Antikorruptionspartei immer positioniert, sind jetzt in einer Koalition mit der ÖVP. Wie schwierig ist das eigentlich für die Grünen? Naja, es ist natürlich schwierig für die Grünen, nur also ich bin ehrlich gesagt gegen Neuwahlen und wenn ich ein Grüner wäre, wäre ich auch gegen Neuwahlen, weil ich meine, was kann den Grünen Besseres passieren, als mitzuregieren mit einem geschwächten Partner noch dazu? Und ich meine, eins muss ich auch sagen, die Regierung hat ja nicht alles falsch gemacht. Die hat ja viele richtige Maßnahmen gesetzt und Österreich durch die Krise geführt. Natürlich ist jetzt alles überschattet durch diese Chats, aber ich bin der Meinung, und auch das Problem, Frau Dr. Christ, das Sie angesprochen haben, 14-Jährige, die nicht sinnerfassend lesen können, das ändern Sie ja nicht durch Neuwahlen. Ja. Also ich bin gegen ständige Neuwahlen und die Legislaturperiode dauert 5 Jahre. Ich war damals dagegen, sie zu verlängern auf 5 Jahre, aber mich hat keiner gefragt, aber jetzt dauert sie einmal 5 Jahre. Und ich bin der Meinung, die Regierung sollte arbeiten und nicht das Land in einen Wahlkampf stürzen. Also in der Regierung kein Druck zu Neuwahlen? Und ich wüsste nicht, warum. Klares Plädoyer. Ich wüsste nicht, warum die Regierung Neuwahlen anstreben sollte. Herr Kaltner, das Schlusswort gehört Ihnen. Wir haben begonnen mit dem Sanierungsauftrag des Bundespräsidenten. Wenn ich Sie jetzt als Mitinitiator des Antikorruptionsvolksbegehrens und als Experte auf diesem Gebiet frage, auf einer Punkteskala von 1 bis 10, 1 gar nicht, 10 zu 100%, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier einen Systemwandel, dass wir hier eine Umsetzung von Maßnahmen wirklich erleben werden? Das ist eine trickreiche Frage. Ich würde mir natürlich wünschen, dass die Punkteanzahl irgendwo zwischen 7 und 10 liegt. Realistischerweise muss ich aber wahrscheinlich mit Kollegen Koller davon ausgehen, dass sie nicht einmal die 5er-Marke erreichen wird. Ich hoffe aber doch, dass zumindest jene Dinge, die ja schon ausgearbeitet in der Schublade liegen, und noch einmal, das ist ja fixfertig im Entwurf vorhanden, wie Schließen der Lücken im Strafrecht, Informationsfreiheit wird ein bisschen mehr erfordern, Bundesstaatsanwaltschaft, dass zumindest die Dinge ganz, ganz konkret angegangen werden. Aber, und jetzt komme ich aufs erste Kapitel noch einmal zurück, des Volksbegehrens, ich glaube, dass wir auch eine ehrlichere Diskussion brauchen. Eine ehrlichere Diskussion, dass nämlich Anstand und Integrität schon auch Parameter sein müssen. Dort, wo sich Politik nur am Strafrecht misst oder gerade und gerade noch nicht strafrechtlich verurteilt, dort wird die Vertrauenskrise noch größer werden. Also das Gesetz allein kann es nicht sein, es braucht auch die Menschen dazu. Es braucht die Menschen. Ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich fürs Diskutieren, fürs Miteinanderreden. Ich kann Ihnen jetzt volle Transparenz zusichern, was das weitere Programm von ORF 3 betrifft. Hier kommt gleich Andreas Witasek mit seinem Programm Austrophobia. Ihm folgt sein Kabarettkollege Gerald Fleischacker, Titel seines Programmes Am Sand. So viel zu den weiteren Perspektiven. Also wer jetzt, ich wünsche jetzt gute Unterhaltung und bleiben Sie uns gewogen. Guten Abend.